Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 14 mit dem kleinen Panda wieder auf der Schulter, der hier irgendwie ganz süß die Beine baumeln lässt. Das kann doch nicht bequem sein. Okay, wir müssen mit Dovari reden, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja jetzt Rauban gerettet. Tja, jetzt fehlt uns eigentlich im Endeffekt die Spur zu unseren Freunden, ne? So. Da kommen Yugiri, Alfino und Rauban. Dovari, wie du siehst, hat unser Rettungsplan funktioniert. Und jetzt sag schnell, wie die Lage draußen aussieht. Um die Wache schiebenden Kristallstreiter haben ich, Higiri und Hosan uns gekümmert. Die dürften uns keine Probleme mehr machen. Danach sind allerdings keine Blauröcke mehr aufgetaucht. Vielleicht haben sie einen anderen Weg nach draußen benutzt. Von Ilbert und den anderen fehlt jedenfalls jede Spur. Durchsucht aber zur Sicherheit nochmals die Umgebung. Zu Befehl. Wer ist das? Wenn meine lichtgeblendeten Augen mich nicht täuschen, stehen vor mir die glorreichen Krieger des Bundes der Morgenröte und die Herrschaften aus Doma. Und bei dem stattlichen Herrn handelt es sich dann wohl um General Rauban? Aber ich bitte euch, steckt die Schwerter wieder ein. Ich bin bloß ein harmloser Bote und meine Herrin will euch auch nichts Böses. Ich soll General Rauban zum Sonnenwind in Sicherheit bringen. Orianger ist über die Angelegenheit informiert. Ihr könnt mir vertrauen, dass es sich um keine Falle handelt. Herr General, bitte folgt mir. Die Kutsche wird euch vor neugierigen Blicken schützen. Das ist mir ein bisschen suspekt. Will Yugiri sich das anschauen? Ja, die geht anscheinend mit, um zu gucken, ob da auch wirklich keine Gefahr von ausgeht. Ich habe gerade mit Orianger gesprochen. Der Bote scheint vertrauenswürdig zu sein. Er wird General Rauban sicher zum Sonnenwind geleiten. Und wir sollten uns ebenfalls dorthin begeben. Okay. Sonnenwind. Warte mal, stopp. Sonnenwind, war das jetzt nicht... War das nicht noch in... J musste ich drücken. War das nicht noch ein Horizont? Ja, genau. Das ist das alte Lager des Bundes der Morgenröte. Da ist ja Orianger geblieben. Der ist ja gar nicht mit nach Mordona gekommen damals. Ach Gott, das ist schon so Ewigkeiten wieder her. Jetzt gehen wir schon auf die 180 Folgen zu. Das ist schon Wahnsinn. So, wir bemühen nochmal Quitte. Sieht schon auch süß aus hier mit ihm. Sieht so ein bisschen postbotenmäßig aus. Haben nicht diese, oh, wie heißen sie noch gleich? Diese Chocobos, diese Linien-Chocobos, haben die nicht auch dieselbe Rüstung? Ich glaube ja. Hier waren wir schon lange nicht mehr drin. Ganz, ganz lange nicht mehr. Den Sonnenwind betreten. Warte mal, hätte ich davor bleiben müssen? Das sah gerade irgendwie komisch aus in der Aufgabe. Nee, wir sind hier richtig. Freunde, wie bin ich froh, euch wohl aufzusehen. Vater! Pippin, mein Sohn! Und Papa schon, du auch. Vater, vergib mir. Ich hätte da sein sollen, um die Sultana zu retten. Spar dir deine Tränen. Die Sultana lebt. Du? Ja, ich war es, die dieses Treffen arrangierte.
Ich hatte noch nicht mit allen das Vergnügen. Ich bin Dulala, Hohepriesterin des Ordens von Naltal und Mitglied des Scorpio-Kreises. Ist es wahr? Lebt die Sultana? Soweit ich weiß, warst du bei der Sultana, als sie aus dem vergifteten Kelch trank und zusammenbrach. Aber ihren Herzschlag hast du nicht überprüft. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Aber Ilbert hat doch selbst gesagt. Nun erklär dich schon. Beruhigt euch, General. Dies alles war Teil des Plans. Eines Plans, um Teleji Adeleji und die Bedrohung, die von ihm ausging, auszuschalten. Ich vermute, dass Teleji das Attentat auf die Sultana zunächst allein plante. Doch Lolorito bekam irgendwie Wind davon und nutzte es zu seinem Vorteil. Er wollte erreichen, dass du ihm Teleji aus dem Weg räumst. Und du hast es tatsächlich getan. Mit einem Streich entledigte er sich zweier seiner Rivalen, ohne den geringsten Verdacht auf sich zu ziehen. Lolorito, du Hund! Aber wieso sollte die Sultana noch am Leben sein? Sie lebt, weil es Lolorito so passt. Eine ihrer Dienerinnen gehorchte Lolorito aufs Wort und tauschte das Gift im letzten Moment aus. Gegen einen Trank, der einen Sandling lediglich in einen tiefen, todesähnlichen Schlaf versetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sultana immer noch in diesem unnatürlichen Schlafzustand gehalten wird. Oh, Nanamo. Lolorito, diesem miesen Usurpator werde ich niemals verzeihen. Er ist gewiss kein Wohltäter, aber in diesem Fall hat er das Leben der Sultana gerettet. Er ist ein durchtriebener Intrigant. Doch er kennt den Wert der Stabilität. Sein Hunger nach Reichtum und Macht ist unstillbar. Nach einem Umsturz trachtet er indes aber nicht. Ich bleibe in politischen Dingen neutral, aber nicht aus Mangel an Sorge um unser Land. Es war mein Wunsch nach Frieden, der mich dazu brachte, eure Freunde mit Informationen zu versorgen und eure Rückkehr zu erwarten. Rauban, es gibt viel zu tun. Zuerst müssen wir das Volk beruhigen. Denn der Wohlstand Uldars liegt in der Gesundheit, dem Glück und den Hoffnungen seiner Bürger. Soll Lolorito doch zusammenkratzen, was Teleji Adeleji an Reichtum zurückgelassen hat. Aber ihr, General, habt eine Aufgabe, die eurer würdig ist. Rettet die Sultana und nehmt euren Platz an ihrer Seite ein. Zu ihrem Wohl und zum Wohl unseres Landes. Okay, damit hätten wir jetzt die Bestätigung, dass die Sultana tatsächlich noch lebt. Na, das sind doch mal super Neuigkeiten. Ich gestehe, mit der Hohepriesterin Dulala habe ich nicht gerechnet. Aber die Mitglieder des Scorpio-Kreises sind schließlich bekannt für ihre Diskretion. Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass General Rauban in Sicherheit ist. Das haben wir dir und Yugiri zu verdanken. Ich stehe in eurer Schuld. Ein Ring ist das. Ist der überhaupt gerade interessant für uns? Wow, ich müsste dringend mal reparieren. Du meine Güte. Ja, die sind definitiv interessant für uns, die Ringe. Dann nehme ich den hin, den Achat-Ring der Magie. So, das erste Mal tatsächlich, dass ich nochmal neue Sachen bekomme, die besser für mich geeignet sind. Na sowas. Schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Freunde in Not. Alfino erwartet eine Nachricht von Tataru. Ah, da ist schon die Kontaktperle. Hallo Tataru. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Die Befreiung von General Rauban ist geglückt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Die Drachen? Verstanden. Velvet und ich kehren umgehend nach Ishgard zurück. Warte am Anwesen der Fortors auf uns und versichere dem Grafen, dass er auf uns zählen kann.
Ein Notfall, Velvet. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Drachen Ishgard erneut angreifen wollen. Ich wäre zwar gerne noch in Ulda geblieben, bis wir mehr über die Sultana herausgefunden hätten, aber momentan scheinen wir hier so oder so nicht viel ausrichten zu können. Um die hiesigen Angelegenheiten können sich Pippin und Dulala kümmern. Wir kehren zurück nach Ishgard. Das ist wohl definitiv die bessere Wahl. Wie er schon sagte, hier können wir gerade sowieso nicht viel ausrichten. Hier bleibt uns momentan nur abzuwarten. Von unseren Freunden haben wir noch nichts gehört und, so. Von unseren Freunden haben wir sowieso noch nichts gehört. Und wie er schon sagte, den Rest sollten wir Yugiri und Dulala überlassen. Gut, dann geht's zurück zu den Fundamenten. Ein erneuter Angriff der Drachen. Eisherz macht auch wirklich keine halben Sachen, das muss man schon ganz klar so sagen. So. Direkt weiter durch zum Anwesen der Fortors. Wie gut, dass man hier so schnell reisen kann in der Welt von Eorzea über diese Aetheriten und man so schnell von A nach B gelangt. Da müssen wir hin. Ah ja, da steht ja auch Tataru schon davor. Okay. Willkommen zurück. Entschuldige, dass ich euch so mir nichts, dir nichts aus Ulda fortgerissen habe. Aber die Sache scheint höchst dringlich. Graf Fortor persönlich hat uns um unsere Hilfe gebeten. Orchefort wird uns alles erklären. Er wartet drin. Ja, dann. Ja, wir will gern Einlass. Wir wollen von Orchefort wissen, was jetzt da gerade Phase ist, wie wir helfen können und was jetzt der genaue Stand der Dinge ist, vor allen Dingen auch. Was gibt's? Meine Freunde, auf euch ist wie immer Verlass. Vielen Dank, dass ihr so schnell zu uns geeilt seid. Wie ihr vermutlich schon vernommen habt, regen sich die Drachen abermals. Lieber Alfino, liebe Velvet, ich bin untröstlich, dass ich euch so eilends rufen lassen musste, aber die Sache erlaubt keinen Aufschub. Die Glocke des Observatoriums hat uns vor einer weiteren Mobilmachung der Drachen gewarnt. Die päpstliche Kurie hat daraufhin den Notstand ausgerufen und alle Ritter in Alarmbereitschaft versetzt. Ein Trupp von Jägern will im Westen ein ganzes Heer der geschuppten Biester gesichtet haben. So groß war ihre Zahl, dass sie den Himmel schwarz färbten. Schlimmer noch, die Drachen sollen zur Horde des grausamen hohen Drachen Nidhogg gehören. Dieser Kampf ist unser Kampf. Und als euer Gastgeber obliegt es mir, euch vor jeglichen Gefahren zu schützen. Ich möchte euch daher bitten, der Stadt bis auf Weiteres fernzubleiben. Ich hoffe, es gibt einen Ort, an dem ihr Zuflucht finden könnt. Verliert keine Zeit. Beratet euch und bringt euch in Sicherheit. Okay, können wir nicht helfen im Kampf gegen die Drachen? Der Hass der Drachen muss abgrundtief sein. Es sind wahrlich finstere Zeiten, in denen wir leben. Der Graf hat uns gebeten, aus Ishgard zu fliehen. Doch wie soll die Morgenröte scheinen, wenn wir ihren Glanz in Feigheit ersticken? Ich sage, wir sollten kämpfen. Was meinst du, Velvet? Wir müssen für Ishgard einstehen, definitiv. Velvet, wie sie leibt und lebt. Wir können unsere Wohltäter und Freunde nicht einfach im Stich lassen. Was in unserer Macht steht, werden wir tun. Das sehe ich ganz genauso. Ein Plan nimmt Gestalt an. Alfino möchte mit Tataru und dir das weitere Vorgehen besprechen. Wir müssen etwas für Ishgard tun, so viel steht fest. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, mit den Drachen zu reden. Lasst uns draußen Kriegsrat halten. Rein theoretisch hätten wir eine Möglichkeit, ne? Aber das weiß keiner, dass ich Nidhogg quasi als Schatten dabei habe. Und ich weiß auch nicht, ob das so toll wäre, wenn wir das hier in Ishgard offenbaren. Ansonsten heißt es hinterher noch, wir sind Heretiker. Dann haben wir wieder Probleme am Hals. Dann sind wir keine Ketzer, dann sind wir Heretiker und es kann nur noch schlimmer werden. Also, was meint denn Alfino dazu? Oder Tataru? Für Ishgard wäre ein weiterer Angriff der Drachen fatal. Selbst wenn es den Tempelrittern abermals gelänge, den Feind zurückzudrängen. Die Verluste wären groß. Aber was sollen wir nur tun? Mich würden die Drachen ja bestimmt nicht mal hören, so klein wie ich bin. Dich vielleicht nicht. Eine gewisse Bekannte von uns, aber eventuell schon. Du meinst,
Eisherz? Sie hat bei eurer letzten Begegnung eingestanden, den Angriff auf Ishgard zu bereuen, nicht wahr? Hm. Dann sollten wir ihr Gelegenheit zur Wiedergutmachung geben. Ysel steht in Kontakt mit den Drachen. Vielleicht kann sie Nitok von seinem Vorhaben abbringen. Bei diesem Treffen wäre ich auch gerne dabei. Estinien? Ich bezweifle, dass Nitok in seinem brodelnden Hass mit sich reden lässt. Aber der Versuch könnte uns Zeit verschaffen, uns gegen den Angriff zu wappnen. Vielleicht solltet ihr aber auch eine endgültige Lösung für diesen Konflikt in Erwägung ziehen. Lasst uns dem Biest den Garaus machen. Mit meiner Kraft des Drachenauges und der Gabe der Kriegerin des Lichts sollte uns das gelingen. Einen besseren Geleitschutz als den Azur-Drachenreiter könnten wir uns bei dieser Aufgabe wahrlich nicht wünschen. Doch Kampf wird unser letztes Mittel sein. Zuerst versuchen wir es auf diplomatischem Wege. Dann steht Eisherz wohl bis auf Widerruf unter diplomatischem Schutz, hm? Wie ihr meint. Ich rate euch aber dringendst, Emmerich aus dem Spiel zu lassen. Wenn man ihm Verbindungen zu den Heretikern nachweist, werden sich seine politischen Feinde wie hungrige Wölfe auf ihn stürzen. Hab Dank für diese Warnung, Estinien. Wir werden sie berücksichtigen. Und seid versichert, dass es uns sehr ehrt, einen Mann mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten an unserer Seite zu haben. Man tut, was man kann. Alles klar. Das heißt, wir sollten uns Eisherz krallen. Das heißt aber auch, dass wir sie erstmal finden müssen. Es wird nicht leicht werden, die verbitterte Eisherz für unsere Sache zu gewinnen. Aber wenn nicht sie, wer sollte dann zwischen uns und den Drachen vermitteln? Nur, wenn Ishgard einen Präventivschlag ausführt, war alles vergebliche Liebesmüh. Wir müssen vor unserem Aufbruch unbedingt mit Emmerich sprechen, damit dies nicht geschieht. Unterrichte du bitte die Fortons von unserem Vorhaben, Tataru, und warte dann im Anwesen auf unsere Rückkehr. Verstanden, Alfino. Aber kann man ihm dann nicht wiederum Verbindungen nachweisen? Ja gut, wenn Estinien sich da nicht irgendwie negativ zu äußert, dann wohl nicht. Aber ihr Lieben, was Emmerich dazu sagt und ob wir Eisherz finden und ob sie uns dann auch wirklich helfen kann, ja, ich würde sagen, das erfahren wir dann morgen und in weiteren Folgen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für das Erste von euch und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!